Herzlich willkommen zum Video Klar und deutlich kommunizieren in Online-Settings. Zu kommunizieren ist eine komplexe und zeitweise auch komplizierte Angelegenheit, die zudem nicht immer von Erfolg gekrönt ist. In diesem Video werden basale Elemente der Kommunikationstheorie anhand des Sender-Empfänger-Modells vermittelt. Darauf aufbauend wird danach erklärt, worauf Sie achten müssen, wenn Sie im Rahmen von Blended Learning oder Online-Settings kommunizieren. Dabei wird besonders berücksichtigt, dass online vor allem schriftlich und asynchron kommuniziert wird. Menschen kommunizieren aus vielerlei Gründen. Sie tun es, um Informationen auszutauschen, um Sachverhalte darzustellen, um Anweisungen zu geben, um Zustimmung oder Ablehnung zu signalisieren, um etwas zu versprechen, um jemanden hinters Licht zu führen, um zu trösten und so weiter. Menschen kommunizieren also generell gesprochen, um etwas oder um sich mitzuteilen. Entscheidend dabei ist, dass sie mit diesen Mitteilungen so gut wie immer einen Zweck verfolgen und damit etwas erreichen wollen. Wie Kommunikation aufgebaut ist, veranschaulicht das Sender-Empfänger-Modell, das in den 1940er Jahren von Claude E. Shannon und Warren Weaver entwickelt wurde. Die beiden arbeiteten übrigens für Telefongesellschaften. Das Modell hat daher eigentlich einen technischen Ursprung. Die Senderin startet die Kommunikation. Sie benutzt dabei ein Medium, über das sie ein Signal an den Empfänger sendet. Das Medium kann beispielsweise die Luft sein, in der sich die Schallwellen ausbreiten, Papier, auf das geschrieben wird, oder es handelt sich um Funkwellen und Kabel, über die etwa E-Mails übertragen werden. Das Signal beinhaltet die eigentliche Nachricht. Diese wiederum setzt sich aus dem Inhalt, also was wird kommuniziert, und dem Zweck, also wozu wird kommuniziert, zusammen. Der Zweck der Nachricht kann dabei explizit oder implizit kommuniziert werden. Die Aufforderung "Seid leise" ist eine explizite Nachricht, wohingegen die Feststellung "Ich verstehe hier mein eigenes Wort nicht" impliziert, dass die Lautstärke gedrosselt werden soll. Mit beiden Nachrichten soll aber das Gleiche erreicht werden. Beim Senden wird das Signal kodiert. Normalerweise geschieht das durch die Aneinanderreihung von Lauten bei gesprochener Sprache oder Zeichen bei geschriebener Sprache. Versteht der Empfänger den Code, also spricht er zum Beispiel die gleiche Sprache, kann er das Signal dekodieren. Damit ist er zunächst in der Lage zu verstehen, was kommuniziert wurde. Um angemessen reagieren zu können, muss er aber auch verstehen, warum, also zu welchem Zweck das Signal versendet wurde. Darauf folgt die Reaktion des Empfängers. Er interpretiert dabei das Signal der Senderin und kann darauf aus Sicht der Senderin angemessen oder unangemessen reagieren. Kommunikation ist also keine Einbahnstraße. Damit sie gelingt, müssen Senderin und Empfänger zusammenarbeiten. Dazu ein klassisches Beispiel. Eine Lehrerin, die im Winter ein Klassenzimmer mit geöffneten Fenstern betritt, kann sagen: "Hier ist es sehr kalt." Zum einen verbalisiert sie damit einen Sachverhalt. Zum anderen will sie damit vermutlich erreichen, dass eine Schülerin oder ein Schüler die Fenster schließt. Die Kommunikationshandlung an sich ist erfolgreich, wenn die Schülerinnen und Schüler die Intention der Lehrerin verstanden haben. Aus Sicht der Lehrerin als Senderin tritt der Erfolg allerdings erst dann ein, wenn jemand aus der Klasse die Fenster auch wirklich schließt. Kommunizierte Nachrichten beinhalten grundsätzlich vier Ebenen. Die Sachebene, die Auskunft über den Inhalt der Nachricht gibt. Im Beispiel stellt die Lehrerin auf dieser Ebene fest, dass es im Klassenzimmer kalt ist. Die Selbstoffenbarungsebene, die etwas über die Kommunizierende mitteilt. Im Beispiel teilt die Lehrerin auf dieser Ebene mit, dass ihr kalt ist. Die Beziehungsebene, die zeigt, in welchem Verhältnis Senderin und Empfänger zueinander stehen. Im Beispiel wird auf dieser Ebene durch ihre lockere Ausdrucksweise deutlich, dass die Lehrerin ein entspanntes Verhältnis zu ihren Schülerinnen und Schülern hat. Die Appellebene, die die Absicht transportiert, mit der die Nachricht gesendet wird. Im Beispiel vermittelt diese Ebene den Wunsch der Lehrerin, dass die Fenster geschlossen werden. Ein gesendetes Signal enthält grundsätzlich alle vier Ebenen, wobei jedoch zumeist eine Ebene im Vordergrund steht.
Damit Kommunikationshandlungen gelingen, ist es wichtig, dass der Empfänger erkennt, welche Ebene der Senderin gerade wichtig ist. Damit kommt, wie bereits erwähnt, dem Empfänger eine entscheidende Rolle zu. Schulz von Thun verweist in seinem bekannten Vier-Ohren-Modell auf diese entscheidende Rolle des Empfängers. Gemäß der gerade beschriebenen und von ihm definierten vier Ebenen postuliert er das Sachohr, wie ist der Sachverhalt zu verstehen, das Selbstoffenbarungsohr, was für eine Person ist das, das Beziehungsohr, wie redet die Person mit mir, wen glaubt sie vor sich zu haben, und das Appellohr, was soll ich tun, denken oder fühlen. Im Beispiel der Lehrerin, die das Klassenzimmer mit den geöffneten Fenstern betritt, ist es notwendig, dass zumindest eine Schülerin oder ein Schüler ihre Nachricht mit dem Appellohr hört. Nur so kann sie ihr Ziel erreichen, dass die Fenster geschlossen werden. Kommunikationshandlungen werden aber nicht nur als gesprochene oder geschriebene Sprache kodiert. Diese verbale Kommunikation wird unterstützt von der sogenannten paraverbalen Kommunikation. Die paraverbale Kommunikation betrifft die Art der Artikulation, also Tonfall, Lautstärke und Sprechtempo. Dazu kommt als dritte Form der Kodierung die nonverbale Kommunikation, also die Gestik und die Mimik der Senderin. Die nonverbale Kommunikation erfolgt häufig unbewusst. Sie kann von der Senderin aber auch bewusst dazu eingesetzt werden, um das Ziel der Kommunikationshandlung zu erreichen. Paraverbale und nonverbale Kommunikation sind zentrale Kodierungen des gesendeten Signals. Welcher Stellenwert genau diesen beiden Kommunikationsformen zukommt, ist von der Art und dem Zweck der gesendeten Nachricht und vom Kontext, in dem das Signal gesendet wird, abhängig. Jedenfalls sind die beiden Kommunikationsformen sehr wichtig für die Kodierung und Dekodierung eines Signals. Grundsätzlich gilt: Je weniger Kodierungsmöglichkeiten für die Übermittlung einer Nachricht zur Verfügung stehen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Missverständnisses. Wie wirken sich nun die bisher beschriebenen Faktoren und Rahmenbedingungen von Kommunikationshandlungen auf die Umsetzung von Online-Phasen im Unterricht aus? Die meiste Kommunikation in Online-Phasen erfolgt schriftlich. Die Kodierung des Signals, also der Nachricht, erfolgt damit durch die Aneinanderreihung von Buchstaben. Eine paraverbale und nonverbale Kodierung ist hier kaum möglich. Durch den Wegfall dieser Kodierung erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen. Es ist daher wichtig, möglichst explizit zu kommunizieren, also klar und deutlich zu vermitteln, welchen Zweck eine Nachricht hat. Dabei ist zu beachten, dass explizite Formulierungen sehr schnell als Befehle und damit als Unhöflichkeiten wahrgenommen werden. Formulierungen wie "Schreiben Sie eine Interpretation des Textes" können entschärft werden, indem man die Anweisung abändert in "Schreiben Sie bitte eine Interpretation des Textes". Der Vollständigkeit halber ist zu sagen, dass auch bei schriftlichen Nachrichten paraverbale und nonverbale Kodierungen möglich sind. Diese Kodierungen müssen aber auf einem einheitlichen Verständnis beruhen. Fette Schrift zum Beispiel kann als das Hervorheben von Wichtigem interpretiert werden, aber auch als unhöfliches Schreiben. Zur nonverbalen Kodierung können Emojis verwendet werden. Allerdings ist zu beachten, dass ein und dasselbe Emoji in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Die Kommunikation in Online-Phasen erfolgt zumeist asynchron. Dadurch kann es zu Verzögerungen kommen, etwa wenn es zu einem Arbeitsauftrag Nachfragen gibt. Zudem können Arbeitsaufträge unterschiedlich interpretiert werden, wodurch die Empfängerinnen und Empfänger des Arbeitsauftrags unterschiedliche Ergebnisse liefern. Hier kann es zu Ergebnissen kommen, die vom Sender oder der Senderin des Arbeitsauftrags nicht gewünscht sind. Das ist durch eine möglichst präzise Formulierung des Arbeitsauftrags vermeidbar. Beim Beispiel "Schreiben Sie bitte eine Interpretation des Textes" geht aus der Arbeitsanweisung nur hervor, dass eine Interpretation geschrieben werden soll. Der Umfang der Interpretation ist ebenso wenig definiert wie der Zeitpunkt, zu dem der Arbeitsauftrag erledigt sein soll. Auch der Nutzen, der mit dem Schreiben der Interpretation verbunden ist, ist nicht ersichtlich. Um Fehlinterpretationen zu vermeiden, ist es hilfreich, beim Schreiben alle im jeweiligen Kontext wichtigen W-Fragen möglichst explizit zu beantworten. Zu diesen W-Fragen gehören: Wer, also an wen richtet sich die Nachricht? Was, also was ist der Inhalt der Nachricht? Wie,
Also wie soll auf die Nachricht reagiert werden? Warum? Also aus welchem Grund sollen die Empfängerinnen und Empfänger auf die Nachricht reagieren und wann? Also bis wann soll eine Reaktion auf die Nachricht erfolgen? Ein Arbeitsauftrag könnte daher wie folgt aussehen. Dieser Arbeitsauftrag gilt für alle, die bisher noch keine Textinterpretation abgegeben haben. Ist gleich wer. Schreibe eine Interpretation des unter dem Link XY auffindbaren Textes. Ist gleich was. Die Interpretation soll einen Umfang von 1000 bis 1200 Zeichen haben und als Word-Dokument hier im Lernmanagementsystem hochgeladen werden. Ist gleich wie. Bitte gib deine Interpretation bis zum 26. dieses Monats ab. Ist gleich wann. Die Bewertung deiner Interpretation macht 25% deiner Gesamtnote aus. Ist gleich warum. Je strukturierter eine Nachricht aufbereitet ist, desto leichter wird sie verstanden. Gerade bei schriftlicher Kommunikation ist die Struktur besonders wichtig, weil der Sender bzw. die Senderin nicht unmittelbar erkennt, ob die Nachricht für die Empfängerinnen und Empfänger nachvollziehbar ist. Daher kann die einmal festgelegte Struktur nicht spontan geändert werden, sondern muss genau geplant werden. Grafische Elemente wie Absätze oder Aufzählungen erleichtern den Leserinnen und Lesern das Erfassen der gesendeten Nachricht. Und je einheitlicher die Struktur bei allen schriftlichen Nachrichten ist, desto förderlicher ist es für das Nachvollziehen und das richtige Verstehen der Nachricht. Wer also im Rahmen von Online-Phasen kommuniziert, sollte folgende Punkte berücksichtigen. Kommunikationshandlungen sind anfällig für Missinterpretationen, die dann zu Missverständnissen führen, vor allem wenn paraverbale und nonverbale Kodierungen wegfallen. Nachrichten sollten daher möglichst explizit und eindeutig kodiert werden. Dabei hilft es zu überlegen, ob ein gesendetes Signal auch anders interpretiert werden kann, als vom Sender bzw. der Senderin erwünscht. In diesem Fall sollte nach einer anderen Formulierung gesucht werden. Lehrpersonen benutzen in Online-Phasen ein und dieselbe Nachricht, um mehrere Lernende anzusprechen. Hier ist darauf zu achten, dass für alle Angesprochenen ein möglichst einheitliches Verständnis darüber herrscht, wie gesendete Signale und verwendete Kodierungen zu interpretieren sind. Entscheidend ist, wie kommuniziert wird und nicht, wie viel kommuniziert wird. Wer klare und eindeutige Botschaften sendet, hat bessere Chancen, dass die Botschaften von den Empfängerinnen und Empfängern richtig interpretiert werden. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass eine Nachricht ihren Zweck erfüllt. Das verhindert nicht nur Missverständnisse, sondern verringert auch den Arbeitsaufwand, der durch Rückfragen bei unklaren Botschaften entsteht.